Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar sind die Patch Notes 1.61 auf dem Testserver gerade draußen und ich würde sagen, wir springen direkt rein und ich werde euch mal so erklären, was wir alles in dem nächsten Update erhalten werden. Und zwar als allererstes gibt es einen neuen Skin für iZolt. Das habe ich euch auch schon in einem der letzten Videos gezeigt, wie der ungefähr aussehen wird. Hier haben wir ihn nochmal und wenn er dann morgen nochmal auf dem Testserver dann zu sehen ist, dann werden wir uns den natürlich auch nochmal anschauen. Und für Lorsan genau dasselbe. Hier haben wir auch noch einen Skin. Ja, ich muss sagen, den iZolt-Skin finde ich nice. Auf den Bildern sind sie jetzt nicht so gut zu erkennen, aber ich muss sagen, den iZolt-Skin finde ich schon nice. Den Lorsan-Skin, da finde ich, hätten sie noch ein bisschen was dran machen können. Aber ist natürlich dann auch im Endeffekt immer alles so Geschmackssache. Und als dritten Punkt haben wir dann ja Kunst der Eroberung. Eine neue Reise der Wunder wurde mal wieder hinzugefügt. Wie jedes Mal, so alle 2 Wochen kriegen wir ja eine neue Reise der Wunder, wo ich natürlich auch wieder ein extra Video zu hochladen werde. Dann wurde wieder ein neuer wandernder Ballon hinzugefügt. Das Ganze könnt ihr dann ab Kapitel 25-50 spielen und ihr müsst 60% von die Tiefen der Zeit 2 auch im wandernden Ballon abgeschlossen haben. Dann wurde in der Kampagne ein neues Kapitel hinzugefügt und zwar Kapitel 41. Da sind wir jetzt mittlerweile. Die Neta-Schritte heißt das Ganze. Gleichzeitig wurde der Schwierigkeitsgrad für bestimmte Phasen von Kapitel 40 angepasst. Das heißt, ich denke, dass damit gemeint ist, dass vielleicht irgendwelche Bosse ein wenig leichter gemacht werden, weil es jetzt halt das Kapitel 41 gibt. So verstehe ich das Ganze. Dann wurde die Schwierigkeit bei bestimmten Stockwerken im Königsturm zwischen 800 und 850 wurde vereinfacht. Ich denke mal, das trifft jetzt aber auf die wenigsten von uns zu. Und gleichzeitig wurde dann oder beziehungsweise wurden dann die Stockwerke 851 bis 900 hinzugefügt. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit im Königsturm auf bis zu Stockwerk 900 uns vorzukämpfen. Und als siebten Punkt haben wir: Spieler können jetzt bis zu 510 Stockwerke innerhalb des jeweiligen Fraktionsturms des Königsturms erklimmen. Das heißt, wir haben ja die Fraktionstürme und ich glaube, vorher war es so, dass wir dort 500 Stockwerke hatten und jetzt sind es halt einfach 510. Dann als achten Punkt haben wir hier die Schwierigkeit der Stufen im Königsturm und. Also ein paar Sachen werden hier aufgezählt. Mit Isabella wurden verringert. Das heißt, ich gehe hiervon aus, dass in diesen ganzen Kämpfen, wo jetzt alles aufgezählt wurde, Turm des Lichtes und so weiter, dass dort, wo wir Isabella im Gegnerteam hatten, dass Isabella da wahrscheinlich dann nicht mehr so overpowered ist. Beim neunten Punkt ist es so, Forest Mania, das ist das, dieses Candy Crush mäßige, da wurden jetzt neue Stufen 31 bis 45 hinzugefügt und die Abenteuerbelohnungen wurden auf 120 Sterne erhöht. Also denke ich mal, dass die Waldmine, heißt es ja glaube ich, dass das einfach erweitert wird und ich glaube kein neues hinzugefügt wird. Da bin ich mir aber nicht genau sicher, da steht jetzt hier nicht so bei. Dann ist es noch so für die Spieler, die in Forest Mania, da gibt es ja mehrere Stages, wir können ja mal zusammen in das Spiel wechseln. Hier gibt es ja mehrere Stages und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, wie ich bei Stufe 27, nur 2 oder 1 Stern oder eventuell auch gar keinen Stern habt, dann ist es so, dass ihr halt euren Freunden nach Hilfe fragen könnt. Dadurch werden die entsprechenden Stufen als 3-Sterne-Pässe gezählt, so steht es hier. Also könnt ihr euch hier auch Unterstützung von euren Freunden holen, falls ihr da Probleme habt, was auf jeden Fall schon sehr, sehr nice ist, weil bei 1, 2, 3 Ebenen habe ich auch noch nicht komplett die 3 Sterne. Dann ist es noch so, es wurde eine neue Funktion Fortune Chest hinzugefügt. Spieler können nun Fortune Chests mit ihren Gildenkameraden teilen, indem ihr halt zum Beispiel im Verdrehten Reich oder im Legends Championship, was genau damit jetzt gemeint ist, weiß ich gar nicht, vielleicht die Herausforderer Arena oder so, da bin ich mir jetzt gar nicht so genau sicher. Auf jeden Fall, wenn ihr da bestimmte Dinge erreicht, dann könnt ihr da irgendwelche Kisten mit euren Gildenkameraden teilen, wo dann höchstwahrscheinlich auch Belohnungen drin sein werden. Und dann wurde im düsteren Labyrinth, also das ist denke ich mal das schwierige Labyrinth, neue Spezialplättchen hinzugefügt. Das nennt sich Hexenhöhle. Spieler können ein Relikt aus ihrer Tasche auswählen, das hier gegen ein anderes Relikt eingetauscht werden kann. Also da ist es dann, denke ich mal, so, dass wenn ihr zum Beispiel im Labyrinth ein goldenes Relikt als Beispiel bekommt, könnt ihr das dann tauschen mit irgendeinem anderen Relikt, was auf jeden Fall eigentlich auch relativ nice ist. Ja, dann bei Punkt 13, das verstehe ich jetzt selber nicht so ganz. Spieler können jetzt beliebte Helden über die Wunschliste von Noblen Taverne und beliebte Möbel über die Wunschliste von Oak Inn, also von dem Hotel, anzeigen. Wie das Ganze jetzt aussehen soll,
weiß ich jetzt selber nicht. Wir können uns das Ganze ja dann anschauen, wenn es soweit ist, was genau damit gemeint ist. Aber man kann sich da irgendwas anzeigen lassen, auf jeden Fall mit der Wunschliste von der noblen Taverne und den Möbeln. Dann Punkt 14 war halt so ein Problem mit den Signature-Gegenständen, also mit den Signature-Items, mit irgendwelchen Kampfbewertungen, die fehlerhaft waren. Da müssen wir jetzt eigentlich nicht drauf weiter eingehen. Dann gab es noch Anpassungen bei Eluard. Es wurde ein Problem mit Gebet des Schutzes, also wahrscheinlich irgendeine Fähigkeit von ihm behoben, bei dem der Schutzschaden-Immunitätseffekt von Eluard unter bestimmten Umständen nicht korrekt entfernt wurde. Dann bei Ezio gab es irgendeinen Fehler, dass seine Größe im Kampf nicht richtig angezeigt wurde. Das wurde jetzt auch optimiert, aber das wirkt sich auf jeden Fall nicht auf seine Kampfleistung aus, also alles bleibt gleich. Dann haben wir noch zwei Anpassungen bei Joker. Das ist auch wieder hier die Größe, die nicht richtig angezeigt wurde. Aber hier sehen wir es auch wieder, die Änderungen wirken sich nicht auf die Kampfleistung des Charakters aus. Und dann hier bei irgendeiner Animation All-Out-Attack. Ich denke mal, das ist diese Ulti, die da so eingespielt wird. Die wurde auch optimiert. Aber auch hier wieder, Änderungen wirken sich nicht auf die Kampfleistung des Charakters aus. Also ja, bei Ezio und Joker ist es so, dass sie nicht schlechter oder besser gemacht wurden. Und ja, Leute, das soll es dann auf jeden Fall zu dem Video gewesen sein. Wenn das Ganze dann auf dem Testserver online ist, ich denke, das wird morgen oder übermorgen wieder der Fall sein. Das dauert natürlich immer ein bisschen. Dann wird dazu natürlich auch wieder ein Video kommen. Aber bis dorthin würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.